Salmorejo ist eine kalte spanische Suppe, die nicht nur sehr lecker schmeckt, sondern auch sehr gesund ist. Es besteht fast ausschließlich aus Gemüse und ist in jeder gesunden Ernährung ideal. Salmorejo kann schnell zubereitet und einige Tage aufbewahrt werden. Dieses Rezept ist deshalb auch all jenen zu empfehlen, die nicht gerne lange in der Küche stehen oder nur wenig Zeit haben. In einer neueren Studie wurde nachgewiesen, dass die Zutaten des Salmorejo ausgezeichnet in der Vorsorge gegen Darmkrebs sind. Hast du Salmorejo schon einmal gekostet oder selbst zubereitet? Dieses Gericht ist ähnlich wie Gazpacho, hat jedoch eine etwas andere Konsistenz. Anschließend erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du dieses leckere spanische Rezept zubereiten kannst. Dieses Rezept ist für 2 Personen berechnet. Wenn du mehr benötigst, musst du die Angaben umrechnen. Hinweis: Wir empfehlen dir, mehr Salz zu benutzen, das gesünder als normales Tafelsalz ist. Willst du mehr erfahren? Lies antioxidative und krebshemmende hausgemachte Tomatensoße. Diesen Arbeitsschritt kannst du dir sehr erleichtern. Wenn du folgendermaßen vorgehst: Erhitze Wasser und stelle dir zusätzlich ein Gefäß mit Eiswürfeln bereit. Ritze die Tomaten auf der Unterseite kreuzweise ein. Sobald das Wasser kocht, die Tomaten eine Minute ins Wasser tauchen. Anschließend herausnehmen und ins Eiswasser geben. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-down-bind-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-down 300 250 336 280 DIVGPTAD 15033917906470-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 5. Setargeting, URL. Salmorejo zur Vorsorge gegen Darmkrebs. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafil Type, Get MRFP. Set Clips Empty Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD 15033917906470-0. Auf diese Art und Weise lassen sich die Tomaten ganz einfach schälen. 2. Rot vorbereiten. Diesen Arbeitsschritt kannst du dir sehr erleichtern. Wenn du folgendermaßen vorgehst, auf diese Art und Weise lassen sich die Tomaten ganz einfach schälen. Nun nimm das harte Brot und brich es in Stücke, die du auf den Boden einer Schüssel legst. Wenn du möchtest, kannst du ein Krustenbrot verwenden. Allerdings sollte es unbedingt ganz trocken sein, bevor du es benutzen kannst, da das Gericht nicht gekocht wird. Bevorzugen manche, den Keim der Knoblauchzehe zu entfernen, um schlechten Atem zu verhindern. Wir empfehlen jedoch, den ganzen Knoblauch zu verwenden, denn gerade der Keim hat sehr vorteilhafte Eigenschaften. Entscheide selbst, welche Variante dir lieber ist. Nachdem dem halbstündigen Einweichen der Zutaten das Olivenöl dazugeben und alles im Standmixer oder Blender pürieren. Salmorejo ist relativ dickflüssig, doch du musst darauf achten, dass alle Zutaten gut verarbeitet werden und das kalte Gericht cremig wird. Mit Salz abschmecken und nach Wunsch noch etwas mehr Knoblauch dazugeben. Lies auch diesen Artikel: Olivenöl für die Haushaltsreinigung. Wie du siehst, ist das Rezept denkbar einfach.
Alle Zutaten sind leicht im Supermarkt zu finden und können frisch zubereitet werden. Salmorejo ist nicht nur in der Vorsorge gegen Darmkrebs, sondern auch während einer Behandlung sehr zu empfehlen. Damit kann zum Beispiel das Immunsystem bei einer Chemo- oder Strahlentherapie gestärkt werden.